So, hallo Leute. Ich wollte euch jetzt hier noch mal kurz zeigen mit dem Schalldämpfer. Ihr wolltet ja genau wissen von mir, so, ob man, also wie laut das ist, beziehungsweise ein Geräuschtest. Und ihr seht, läuft jetzt hier die Standheizung. Ich hoffe, das kann man gut hören. Hier ist mein Auspuffrohr im Prinzip. So, und ich zeige euch das. Ich habe jetzt hier den Anschluss nicht vorbereitet, wie ich euch das in einem anderen Video erklärt habe. Ich drehe den Schalldämpfer jetzt einfach und halte ihn jetzt einmal so dran. Hört man schon sofort deutlich den Unterschied. Der Schalldämpfer ist nicht bearbeitet. So, aber jetzt kommt's. Jetzt stecken wir den einfach mal andersrum rein. Und wie ihr jetzt hört, hört ihr fast gar nichts mehr. Die Heizung läuft auf volle Pulle. Das heißt, wenn ihr die jetzt runterfahren würdet, und die läuft auf ganz schwach, dann hört man von draußen gar nichts mehr. Okay, ich hoffe, dass der Test hier für euch ausreichend ist. So Leute, da bin ich jetzt noch mal ganz kurz. Ich hatte ja jetzt schon mehrere Leute gefragt, die wollten unbedingt einmal ein kurzes Video auch nur haben über, ja, weiß nicht, den selbstgebauten Schalldämpfer, um den Geräuschpegel zu hören. Ich habe vorhin ein kleines Video gemacht und hoffe, dass ihr ja den Unterschied auch deutlich hört. Das deutlich hatte ich ja schon gesagt, das mega. Aber ne, das ist ja klar, man will das ja auch hören. Man gibt sich ja keiner die ganze Mühe, baut sich das alle um und denkt ja, klappt das oder klappt das nicht. Also es klappt. Ich hoffe, dass man das hört. Wenn nicht, müsst ihr eure Lautsprecher ein bisschen mehr aufdrehen, dann könnt ihr den Unterschied deutlich hören. Ne, ich bin natürlich jetzt hergegangen, weil der hier noch nicht vorbereitet ist. Ich habe den vorhin einmal so reingesteckt quasi und so. Der war bei mir hier natürlich nicht vorbereitet. Ich hatte ja gesagt, der muss hier was enger, damit er schön auf das Röhrchen drauf passt. Den könnte man so ein bisschen noch verändern. Aber wie gesagt, so, da bin ich natürlich jetzt hingegangen vorhin in dem Video und habe den einfach nur aus Spaß verkehrt rum reingesteckt, weil im Prinzip hat er den gleichen Durchfluss, ob ich den jetzt so rum reinmache oder so rum, das spielt ja jetzt letztendlich keine Rolle. Es geht ja nur um das Geräusch, das ihr hört und merkt, wow, super, das macht Sinn. Und vor allen Dingen, ich hatte in dem Video die Heizung wirklich, das ist ja eine China-Standheizung, 8 kW, die habe ich gerade vorhin auf volle Pulle gehabt. Und weil wenn ich leise mache, dann habe ich das Gefühl gehabt, vielleicht hört ihr das nicht so richtig oder so. Deswegen habe ich die vorhin volle Pulle aufgedreht, den einmal kurz da reingesteckt und man hört eigentlich deutlich den Unterschied. Das wollte ich einfach nur nochmal für denjenigen sagen, der dann auch gesagt hat, aber Micha, zeig mal ein Video vorher und nachher. Ich denke mir, das reicht völlig aus. Okay, ich versuche heute mal nicht noch ein Video zu machen. Muss ich gleich mal gucken, ob wir, ja, da wollte ich einfach mal für die Wohnwagen plane, noch mal ganz kurz ein Video machen. Und gleich noch ein Video, wenn man die China-Standheizung kriegt, worauf man so ein bisschen achten muss und damit das Ding auch zuverlässig läuft. Ja, okay, dann sage ich bis gleich mal.